Einen wunderschönen guten Morgen, Ladies and Gentlemen. Mein Name ist Trixie und willkommen zurück zu einer neuen Folge My Summer Car. Oh, verdammt. Ich wollte eigentlich den Wagen ordentlich. Ach, das passt aber trotzdem noch, denke ich mal, oder? Ja, komm. Der Wagen kann so stehen bleiben. Nee, warte, ich schiebe ihn mal rüber. Geht das? Yes! Sehr gut. Wagen ist positioniert. Geht doch. Okay, dann müssen wir uns mal gucken. Wir sollten auf jeden Fall die Lenkung einbauen, denke ich mir mal. Okay, dann müsste ja eigentlich halt hier rum, so müsste es sein. Darum ist mich der Blinker. Dann mal hier rein, eine gute Stube. Ja, genau. Ich fahre jetzt mit dem Auto los. Wo kommst du rein, Kollege? Da kommst du für dich rein. Da müsstest du reinkommen eigentlich. Yes! Okay. Wie schrauben wir dich denn fest, Englisch? Lassen wir erstmal. Keine Ahnung wie. Okay, dann müssen wir auf jeden Fall die Spur ein wenig einstellen, wie ich gerade gesehen habe. Oh, wir sollten hier noch ein bisschen rüberschieben, den Wagen. Und noch ein bisschen. So. Das war, glaube ich, schon zu viel, oder? Ne, passt noch. Super. Okay, die Spur müssen wir einstellen. Das wäre ja die Schraube sein, glaube ich. Als Schraubendreher. So. Ja, und falls ihr es bemerkt haben solltet, es ist auf jeden Fall ein Update rausgekommen. Man sieht es ja an dem grafischen Interface, dass sich da was geändert hat. Wo ist die Schraube jetzt hier? Wir gucken mal von unten. Muss sie hier irgendwo sein? Ne, das ist von. Ne, das ist die falsche. Da ist sie. Die brauchen wir. Okay, da oben ist sie. Dann gucken wir mal, wie steht das Rad denn hier überhaupt? Sieht doch in Ordnung. Ja, gut, nicht ganz. Nicht ganz. Na. Wieso geht das nicht? Wie? Hör ich kein Geräusch? Ah doch, es tut sich umstellen, aber man hört nichts. Oder? Wie will er nicht drehen? Hä? Wieso kann ich die Spur nicht einstellen? Das verstehe ich jetzt nicht. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, bitte? Wäre super. Dann werden wir jetzt mit dem Motor anfangen, würde ich sagen. Wo ist denn hier der Motorblock überhaupt? Oh Gott. Ach, das Lenkrad können wir auch mal dran machen. Genau. Machen wir auch mal direkt fest. Wo schon dabei sind. Na. Klack. Okay. Das sind die Frontlichter. Das ist auf jeden Fall kein Motorblock. Ist auch keiner. Ein Zylinder. Ah, da unten ist er. Den brauchen wir auf jeden Fall. So. Dann müssen wir die Stange reintun. Das, wo ist sie denn? Ein wenig stöbern und suchen müssen wir. Okay, da ist die Antriebswelle. Du kleiner Drecksack. Hast dich gut versteckt vor mir. Ja, rein damit. Dann brauchen wir so eine Art Verbindungsstück. Genau so ein Teil. Nur wo kommt das hin hier? Ne, so ein Ding nicht. Ups. Los, wieder hoch damit. Das auf keinen Fall. Alter. Die kommen auf jeden Fall da rein. Das weiß ich. Ach, wir drehen das Ding mal um. Da fehlt was. Definitiv. Sind das die. Ach, Telefon. Ach, warum ist mir jetzt egal? Main Bearings. Sind das die Dinger, die rein müssen? Moment mal. Gucken wir mal.
Gott, ich habe noch nie so einen blöden Motor gesehen. Also ich denke mal, das muss da irgendwo drauf. Irgendwo müssen die heran. Uah. Bitte mal drehen. Ein Gefummel. Hä? Müssen die doch sein. Ah, da war noch ein Haken. Ah, da kommen die dran. Okay, sehr interessant. Ja, Nummer 1 haben wir schon mal. Ist an der Seite, muss man es irgendwie machen. Das ist ja komisch. Nein. Drehen wir es mal so rum. Da war der Haken. Oh, wo bist du? Da. Sehr gut. Und der letzte. Na, wo bist du? Sehr schön. Jetzt haben wir das schon mal. Jetzt müssen wir noch die richtigen Schrauben finden. Was ist die hier? Mhm. Yay! Ich bin jetzt ein Profi hier. Oh. Zack, zack. Das wird noch eine lustige Aktion, wenn ich mir denke, wie viele Teile noch da liegen. Rechts. Oh Mann, Mann, Mann. Oh Mann, du gehst mir auf den Nerven. Was denn los? Ja, ich komme jetzt. Moment. Lass mich mal die Schraube festmachen. So. Oh, laufen, 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 laufen. Och. Ja, ja. Lass mich in Ruhe. Ich hab Bock drauf jetzt. Wenn es Feuerholz gewesen wäre, hätte ich gesagt, jo, warum nicht? Aber so. No way. Okay, Zylinder. Wo seid ihr? Da. Na, muss mal ein bisschen drehen, das Ding noch. Aber wie komisch ist, die Spur nicht einstellen kann, das verstehe ich nicht. Flup. Nummer uno. Das liebe ich, so muss das immer sein. Einfach nur klack dran, klack dran. Hä, wo ist er hin? Okay, ist einfach mal abgefallen, das Ding. Na, die will ich nicht haben, die hier. Hä? Ach, die sind versenkt hier. Das hat mich ein wenig irritiert gerade. Da komme ich nicht dran. So. The last one. Jo, wieder drehen das Ding. Dann müssen wir dieses auch festschrauben. Ist das das gleiche oder ein anderes? Nee, muss man nicht festschrauben. Kann ja nicht sein, oder? Weil, die müssen ja frei beweglich sein. Was kommt denn dann da drauf jetzt? Hm. Die Dinger? Vielleicht? Nö. Okay, jetzt bin ich überfragt ein wenig. Oh, ich sehe gerade, wir sollten mal unseren Stress ein wenig runter senken. Ups, das ist, na gut, das kann man auch machen. Das ist auch erledigt. Lololala. So. Hunger müssen wir noch machen später. Aber wie wir hier weitermachen, bin gerade ein wenig überfragt. Die Dinger kommen auf jeden Fall da oben drauf. Das ist sicher wie das Amen der Kirche. Denke ich mir mal. Dass das hier oben drauf kommt. Jupp. Und dann kommt bestimmt das da oben drauf. Als nächstes dann. Na. Aber
Bin mir nicht so ganz sicher. Okay, wir brauchen jetzt was für Teile. Das hier vielleicht. Und das ist oben drauf. Ah, sehr gut. Ja, das kommen wir hier voran. Dann muss das drauf. Hier, wunderbar. Läuft doch. Oh, wir sollten erstmal festschrauben, glaube ich. Nee. Auch nicht. Was kommen da für Schrauben dann? Die ganz kleinen vielleicht? Nee, auch nicht. Das ist ein bisschen nervig mit den Schraubenschlüsseln. Ja, sag mal. Kommt das drauf? Ach ja, was ich mich frage, bezüglich dem Zusammenbauen hier, ob ich in Zukunft das vielleicht beschleunigen soll. Also die einzelnen Schrauben oder... Weil ich bin mir gerade echt mehr am Puzzeln wie sonst was, falls ihr das noch nicht bemerkt haben solltet. Okay, wir müssen auf jeden Fall die Schrauben da noch randrehen, wie ich sehe. Das sind auch noch Schräubchen. Keine Lust, dass dann auf einmal mir alles um die Ohren fliegt. Jo. Bist du dran noch? Ach, komm ich dran. Das ist ein bisschen nervig gemacht im Game. Krabbeln wir uns halt so zurecht. Ha, so geht's. Lal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 
glaube, ich habe was vergessen. Yep, die habe ich vergessen. Der muss ja auch noch da rein, irgendwo. Jetzt passt das nämlich auch. Oder? Wo kommt denn der hin? Wo ist denn der hingekommen jetzt? Hier haben wir ein paar haben wir noch Schraubenlocker da? Oh, scheint so. Mal kurz gucken. Ich hasse es, den richtigen Schraubenschlüssel zu finden. Moment mal, habe ich die jetzt festgemacht oder nicht? Ne, die sind lose, definitiv. Kann sich nur um Stunden handeln. Liebe Leute. Wagen, beruhig dich. Ist das ein Gefummel? Hä, irgendwie sieht das für mich aus, dass das Schrauben sind, die lose sind. Ah, ich wollte gerade sagen, ey. Eieieiei, ich sehe schon kommen, dass ich irgendwelche Schrauben übersehen habe. Ich hoffe mal nicht, aber ich denke schon. Gut, der ist fest, der ist fest, der noch nicht. Und der ist jetzt auch fest, sehr gut. Aha, das hat gefehlt. Hier, die Dinger. Okay. Die Teile haben gefehlt. Mhm. Jetzt sollte das also auch passen. Ich weiß noch nicht, welches. Ob es das ist oder das andere. Hab ich was gekriegt? Ja, ja, ja. Das ist es. Yes. Ja, wunderbar. Sehr gut. Aber es war nicht das Richtige, scheinbar. Passt du dahin? Na? Was gesehen? Habt ihr auch irgendwo einen Haken gesehen gehabt, oder? Habe ich mir gerade verguckt gehabt. Hm. Huhuhuhuhu. Bin gerade überfragt. Warte mal, haben wir die Da ist auch eine Schraube, die müssen wir auch festmachen. Uhuhuhu. Beine übersehen. Die ist auf keinen Fall. Tut mir leid, aber ich muss erstmal rausfinden, welche Schraube hier dran kommt. Da kommen wir mal hier einen Vierer. Nee. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr. Ah, ja, wunderbar. Gut, das wird auch festgemacht. So, das Ding dreht sich schon mal. Das ist schon mal ein angenehmes Gefühl. Jetzt brauchen wir noch den Keilriemen. Wo bist du, Keilriemen? Ist irgendwelche Stecker? Bla bla bla. Da haben wir ihn. Ja. Zack. Da hätten wir das schon mal. Und jetzt müssen wir mal gucken, was kommt als nächstes da dran. Stimmt mal das hier. Ja. So. Müssen wir eine andere Größe haben. Das Problem ist, es sind hier so viele Teile. Ich weiß gar nicht, ob das funktioniert, was ich hier mache. Ja, wie gesagt, beim Zusammenbauen, ich könnte es gerne beschleunigen. Schreibt es mal in die Kommentare. Ob ich es beschleunigen soll oder nicht, Zukunft. Und zwischendurch halt kommentiere. Okay.
Hammer hat, wie viele Teile das Ding hat. So ein blöder Motor, ey. Das ist echt abnormal. Hoppla. Da ist der Grill. Habe ich gerade gesehen. Der für das Update herausgekommen ist. So, die ist fest, die ist fest. Die ist fest, die. So, okay, haben wir das schon mal. Die Frage ist jetzt, wie es weitergeht. Na gut, gucken wir mal. Gucken wir mal, was hier reinpassen könnte, eventuell. Das hier vielleicht. Dass das da oben reinkommt, das sieht mir von der Größe her ziemlich passend aus. Ja, wunderbar. Habe ich zwar aus Zufall jetzt reingeklatscht bekommen, aber es hat gepasst. Dann kommt das bestimmt auch daran. Mit Sicherheit. Wo kommt das da hin? Bleibst du mal da oben? Ja, falsch rum vielleicht? Nee, es ist das nicht. Das hier vielleicht. Oh, Hunger. Oh, das passt auch. Sehr gut. Dann müssen wir jetzt was essen kurz. Oh, ich sehe gerade auf der Zeit. Dann müssen wir auch mal langsam aufhören. Oh, ich habe noch gar nicht ausgeladen. Na komm, laden wir gerade mal gemeinsam aus. Und essen wir gerade eine Tüte Chips. Mampf. Und, oh, wir brauchen was zum Trinken. Ganz dringend. Oh. Vor mir sterben, das wäre schlecht. Trinken. Randa. Könntest du bitte trinken? Bitte? Dann hau ich ein Bier rein erstmal. Wenn ich gesichert bin. Ich muss hier umkippen. Was? Das. Ah, Gott sagen. Wenn das nicht hilft, war ich ohne Mauer. Das haben wir uns auch nicht so ganz verstanden, wie das funktioniert hier mit dem Trinken. Dass es ab und zu mal funktioniert und ab und zu mal nicht. Das ist voll komisch. Ah. Jetzt funktioniert's. Sehr gut. Müssen wir hier gleich mal schlafen. Duschen sollten wir auch mal. Schraub das hier gerade noch fest. Ach, einladen, das mache ich dann alleine. Ist ja langweilig. Der ist festgemacht. Wie wird denn das Ding festgeschraubt hier? Keine Ahnung davon viel. Und kommt der irgendwo hier hinkommen noch? Glaube ich nicht. Der könnte irgendwo hinkommen noch. Hier vielleicht. Yes! Sehr gut. Und der wird auch festgeschraubt, wie ich sehe. Die Frage ist nur, ist das die Größe? Nee. Den muss ich festschrauben noch. Weil, ich habe keine Lust, dass ich hinterher das vergesse. Also mit dem Motor habe ich mir echt viel mehr Sorgen gemacht. Ich habe echt gedacht, das wäre schwerer. Wir hätten einen Keilriemen noch kaufen. Was ist? Da fehlt noch ein Keilriemen. Ich glaube, wir hätten noch einen kaufen müssen. Oh, die Schrauben sind auch nicht ganz fest. Das müssten die sein, oder? Ja. Einfach mal ausprobieren, dann klappt das auch mit dem Nachbarn. Tja, wo der Rest hinkommt, noch keine Ahnung. Und das hier drauf vielleicht als Abdeckung sozusagen. Oh, tatsächlich. Tatsächlich kommt das da dran. Ah, da kommt das hin. Und haben sogar den passenden Schraubendreher direkt. Nice.
Na? Wo ist die nächste Blende? Der hat mir eben immer schon gesehen gehabt. Oh, was ist das nur die eine? Hm, scheint so. Aber ich sehe gerade auf die Uhr. Wir sind schon ein bisschen überfällig hier. Jo, oder? Ach komm, wir gucken noch ein bisschen. Ein bisschen können wir noch machen. Fehlt denn nicht noch eine Zündung oder sowas? Was ist das denn hier für ein Ding? Mach du mal. Was bist du denn hier für eins? Kommst du hier irgendwo dran? Nee. Das auf keinen Fall. Naja, gut, jetzt hören wir mal auf. Weil Schrauben drehen kann ich auch alleine. Okay, Leute, dann bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Ansonsten, wenn es euch soweit gefallen hat, lasst mir einen Kommentar da oder ein Abo oder ein Like. Ich würde mich super darüber freuen. Man sieht sich, man hört sich, man schreibt sich. Bis zur nächsten Folge, euer Trixi. Ciao, ciao.